Schuhkurier Award 2015. Die Branche trifft sich in Düsseldorf. Die Vorfreude ist groß. Ja, selbstverständlich freue ich mich auf den Abend. Ich bin schon ganz aufgeregt. Das ist ja immer eine super Veranstaltung. Man trifft die Branche, die Kollegen, die man sonst auf der Messe nur mal so im Vorbeigehen sieht. Und hier hat man an dem Abend immer mal die Chance, dass man eben sich länger unterhält. Wie immer erwarten wir das Highlight der Saison. Mit einer wunderbaren Vorbereitung, einem Überraschungsgästen natürlich, selbstverständlich, und die Ehrung der Besten. Ja, sehr schön. Ich erwarte ein schönes Publikum, einen interessanten Abend, wie sonst die letzten Jahre auch. Diese Veranstaltung hat sich in Düsseldorf mehr als etabliert, würde ich sagen. Das Rahmenbild, so wie die Organisation auch stattfindet. Nein, es ist immer, ich durfte ja schon einige dieser Abende erleben und freue mich trotzdem heute Abend wieder dabei zu sein. Und es ist einfach ein schönes Umfeld. Also ich finde es ganz toll, hier dabei zu sein. Für mich ist das eine absolute sensationelle Veranstaltung, die wir hier haben. Und es ist toll, dass diese Veranstaltung überhaupt stattfindet, weil so ein Branchenevent braucht die Branche eigentlich. Und auf jeden Fall, das ist ganz, ganz wichtig. Und darum freue ich mich drauf. Ich freue mich auf bestimmt ganz, ganz tolle Preisträger. Da bin ich fest von überzeugt. Und ich freue mich auf einen schönen Abend mit vielen, vielen Kollegen, vielen, vielen Kunden, vielen, vielen Freunden. Es ist wieder mal spannend. Und freue mich auf einen sehr schönen Abend. Hab den letzten besonderen Abend bei Ihnen natürlich in sehr, sehr guter Erinnerung. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein. Michael Brumme, Geschäftsführer des Sternefeld Verlags, begrüßt die Gäste. Ich hoffe, wir werden der Auszeichnung für die beste Veranstaltung der Branche auch in diesem Jahr wieder gerecht. Laudator für den ersten Preisträger des Abends ist Dr. Daniel Terberger von der Bielefelder Katak AG. Liebe Frau Wortmann, sehr geehrter lieber Herr Wortmann, angesichts Ihrer unternehmerischen Leistungen für diese Branche kann es keine Überraschung sein für irgendjemanden hier im Raum, wer heute ausgezeichnet wird. Und so will ich es auch nicht künstlich spannend machen. Sie, lieber Herr Wortmann, werden heute mit dem Lifetime Award des Schuhkurier ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch zu dieser großartigen, besonderen Auszeichnung. Herzlichen Glückwunsch vor allem zu dieser unternehmerischen Leistung, die zu diesem Lifetime Award geführt hat. Nicht in meinen kühnsten Träumen habe ich mir damals, als ich 1967 mit 25 Jahren den Grundstein zu unserer Unternehmensgruppe gelegt habe, vorstellen können, später einmal einen Preis für mein Lebenswerk zu erhalten. Ich bin sehr dankbar und glücklich über die große Ehre, zu den Preisträgern 2015 der Schuhkuriers zu gehören, gilt dieser doch als die führende Fachzeitschrift der Schuhbranche. Dieser Preis, heute verliehen an einen Einzelnen, gebührt genauso unserem gesamten Wortmann-Team für eine über Jahrzehnte hinweg hervorragende Mannschaftsleistung. Ohne diese Leistung wäre eine derartige Unternehmensentwicklung gar nicht möglich gewesen. Überhaupt sollte unsere Branche vielleicht viel öfter auch nach außen hin deutlich machen, wie facettenreich, spannend und emotional das Geschäft mit der Schuhmode sein kann. Das müssen wir nun wirklich nicht anderen überlassen. Den besten Händler des Jahres kündigt Laudator Heinerter Wüthen an. Für die Wahl des heutigen Preisträgers hätte es keinen besseren Zeitpunkt geben können als jetzt. Warum? Weil die Wahl Mut macht und Ansporn sein kann für sehr, sehr viele Händler. Ich bin sicher, dass es in Deutschland hunderte von Schuhhändlern gibt, die die Möglichkeit hätten, genauso erfolgreich zu sein wie unsere Unternehmerfamilie. Ich möchte mit Ihnen ein Experiment machen, ähnlich wie in der Bundesliga
bei der Mannschaftsaufstellung. Wenn ich gleich sage oder rufe, der Preisträger für den Award Bester Schuhhändler 2015 ist das Schuhhaus, dann rufen Sie bitte alle lauthals wie im Stadion den Namen des Schuhhauses. Wehe, wenn das schief geht. Ready? Alle fertig? Oder muss einer noch schnell seinen Nachbar fragen, wer der Gewinner ist? Also, starten wir. Der Preisträger für den Schuhkurier Award Bester Schuhhändler 2015 ist das Schuhhaus? Ja! Ist das Schuhhaus? Ja! Meinen herzlichen Glückwunsch Rosi und Michael und Andreas Höppner vom Schuhhaus Höppner in Rostock und ganz besonders an deren Mitarbeiter. Das ist ein sehr großer Tag in der 155-jährigen Geschichte unserer Firma. Ein aus hervorragenden Fachleuten besetzte Jury spricht sich für uns als Preisträger aus. Nie hätten wir uns das vorstellen können. Da unsere Mitarbeiter einen ganz entscheidenden Anteil am Award haben, werden wir nach unserer Rückkehr aus Düsseldorf gemeinsam diesen Erfolg feiern. Herzlichen Dank, es ist uns eine große Ehre. Für die Preisträger in der Kategorie Vision und Innovation spricht der Schweizer Verleger Jörg Marquardt die Laudatio. Eine Jury mit Vision hat den Mut gehabt, ein junges, kreatives Start-up-Unternehmen auszusuchen und ihr den Schuhkurier Award für Vision und Innovation zu verleihen. Und darum biete ich alle Händler unter Ihnen, bitte besucht morgen an der Messe den No Animal Brand Stand, oder Stand, Entschuldigung, besucht die Nicole, besucht die Bianca, aber besucht sie nicht nur, bestellt bei ihnen, bestellt, bis bei denen das Orderbuch brennt. Also wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Es ehrt uns wirklich wahnsinnig, mit diesem Preis ausgezeichnet worden zu sein. Wir sind wahnsinnig stolz und für uns, ja, wir sind auch fast ein bisschen eingeschüchtert, dass wir hier auf der Bühne vor diesem Großen der Branche stehen dürfen und diesen Preis erhalten haben. Ein großes Dankeschön an die Jury. Den Schuhkurier, insbesondere Frau Zalewski. Danke für Ihre Zeit und Unterstützung. Wer ist der beste Hersteller des Jahres? Das Geheimnis lüftet die Schauspielerin Esther Schweins. Und High Heels, ich meine, das, was ich hier trage, das sind eigentlich Folterinstrumente. Die lassen uns Frauen zwar gut aussehen, aber sie hindern uns auch daran, unseren Platz zu verlassen, zumindest schnell. Ja. Okay, wenn ich mir so selber zuhöre, dann gibt es eigentlich nur eine logische Schlussfolgerung, nämlich, dass der Weltbürger diese Schuhe zu seinem Erkennungszeichen machen sollte, denn es würde unserer Haltung grundsätzlich zum Besseren gedienen, wenn jeder von uns im Brustton der Überzeugung sagen könnte, ich trage keine Sandalen, ich trage Birkenstock. Meine Stunde ist gekommen. Vor 25 Jahren hätte ich es nicht möglich gehalten, dass ich öffentlich bei einer Preisverleihung auf einer Bühne stehen kann, in einer Sonderanfertigung meiner Lieblingsschuhe. Vielen Dank an die Jury, vielen Dank an den Schuhkurier, vielen Dank an Sie alle. Wir sind gerade in der dritten Woche nach SAP-Einführung. Viele hier im Raum können ermessen, wie wenig
freudenvolle Momente ich habe, außer im Kreise meiner Familie. Und umso mehr freut es uns, dass wir diesen Preis gewinnen konnten, weil wir wissen wirklich aus tiefstem Herzen, wie schwierig es ist, mit uns zusammenzuarbeiten. Und das schon seit 240 Jahren. So, genießen Sie den Abend. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Vielen Dank für die Chance. Wir werden es hoffentlich in Zukunft dann sein, die beste Marke und der beste Hersteller. Wir sind auf dem Weg dahin und begleiten Sie uns weiter und haben Sie weiter tiefen Glauben in unsere Marke. Wir haben es verdient. Vielen Dank. Mehr als 450 Gäste feiern die Besten der Branche. Ein rauschendes Fest für uns alle. Musik